Ich bin der Steffen vom Weingut Burnigl aus Niederkirchen bei Deidesheim. Wir sind ein kleines Familienweingut, bewirtschaften rund 23 Hektar, sind seit 2020 biozertifiziert. Das ist auch genau das Passende, sage ich jetzt mal, zu unserer Philosophie. Bei mir ist es ganz wichtig, dass jeder Wein seine eigene Zeit bekommt. Die Natur gibt es vor, quasi, wie sich der Jahrgang entwickeln darf, wie der reifen darf, der Wein. Und deshalb ist der wichtigste Mitspieler für uns der Faktor Zeit. Der Hauptaugenmerk ist generell trockene Weine. Passend natürlich auch wieder zu der Philosophie, weil sehr lange ohne Schwefel, langes Hefelager, dass die Weine einfach kraftvoll, intensiv, vollmundig werden, haben wir trotzdem noch andere Rebsorten. Klar, Riesling ist unsere Hauptrebsorte, ist meine Lieblingsrebsorte, weil er einfach so vielschichtig ist. Haben wir trotzdem noch Sauvignon Blanc, Burgunder, also wir haben ein relativ breites Sortiment, aber hauptsächlich trocken. Also ich bin jetzt, sage ich mal so, die zweite Generation. Papa hat das Weingut gegründet. Die Entscheidungskraft liegt sozusagen bei mir. Generell die ganze Familie arbeitet mit. Wenn ich sie brauche, wird immer geholfen, weil ohne die Familie wird es schwierig. Meine Eltern arbeiten aber voll und ganz. Ich würde behaupten, noch mehr wie früher mit. Ich wollte im Prinzip das, was Papa gemacht hat, noch intensivieren. Papa hat im Prinzip auch schon immer in die Richtung biologisch gewirtschaftet, hat sich aber nicht zertifizieren lassen. Dann habe ich gesagt, okay, wir gehen den Schritt noch ein bisschen weiter, machen noch naturbelassenere Weine, heißt, wir verzichten auf alles. Und das war so dann der Schritt in die Naturbelassenheit. Ich liebe schon, seit ich ein kleines Kind bin, Traktorfahren. Das Weinmachen an sich im Weinkeller natürlich auch, aber so das Traktorfahren einfach, ja, Musik an, fahren, fahren, fahren. Und man muss sich im Prinzip keine Gedanken machen. Das Einzige, was ich machen kann, ist im Prinzip kontrolliertes Nichtstun. Ich gehe hier und da mal durch den Weinkeller, probiere die Tanks durch. Das ist halt das Wichtigste, was ich machen kann, dass ich im Reifeprozess dann entscheiden kann, die Reifung passt oder irgendwas läuft in die falsche Richtung. Und wenn man im Weinberg zu 100% alles gibt, alles in die Traube reinsteckt, dann hat man hinterher auch ein tolles Produkt. Und das ist immer das Schöne. Der Wein entsteht im Weinberg. Er reift nur im Weinkeller bis in die Flasche. Der Traubensaft wird zu Wein.